Warum kann ich denn das nicht aufmachen? Das ist eine gute Frage. Und ich schätze mal, das werden wir nie herausfinden. So. Dann, heppa. Okay. Wie bei La Résistance. Rebecca plant, Krukasek durch die Entführung einer hochrangigen Offizierin einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Die Zielperson ist dieselbe Frau, die du bereits bei Eliza und später auch während des Angriffs und auf das Versteck gesehen hast, bei dem Noah getötet wurde. Ich habe keine Frau gesehen. Wer zum Kack hat die gesehen? Icarus und du sollt bei der Entführung helfen, indem ihr die Fluchtrouten zum Versteck von Black November sichert. In dem Gebiet wurden weitere automatische Geschütze, Beobachtungsdrohnen installiert, die inzwischen aktiv sind. Na toll. Das klingt schon mal gut wieder. Um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Also die Drohnen erlegen, okay. Bleibt außerhalb des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Was? Ich hab's nicht ganz kapiert. Irgendwas deaktivieren von den Drohnen, von also Steuerungsding sollte deaktivieren oder was? Okay, ich sollte zuhören ein bisschen. Warte! Du Scheiße! Robert, wollte ich. Uns an die Arbeit machen, gar nicht. Ich habe hier unsere ersten Beobachtungsdrohnen. Schalten wir sie aus. Junge, ich bin gleich soweit. Und sei vorsichtig. Diese Dinger sind auf tödlichen Beschuss programmiert. Jetzt, okay. Aha. Okay. Alter. Aha. Verdammt, sie haben mich erfasst. Aha. Ich sitze hier fest. Sie erwischen mich nicht, aber ich kann ja auch nicht weg. Du musst sie deaktivieren. Ah, lass mich gerade hier hoch, muss ich, und dann kann ich das Ding deaktivieren. Alles gleich, verstehst du? Okay. Ah, okay. Ja. Wo sind sie denn überhaupt? Das ist die nächste Frage. Ah! Okay. Was? Ah, boah! Das kacke klingt wie eine Bombe oder so ein Kacke, oder irgendeine Mine oder Alter. Mach mich nicht schwach. Ich muss aber auch irgendwie, komm mir vor, tausendmal diesen Icarus in den Arsch retten. Das ist Hammer. Ich bin besser als du, also keine Sorge. Soll nicht arrogant klingen, aber es ist so. Au! Ja, ja. Ihr seid jetzt erstmal offline, okay? Damit das klar ist. So, tschüss. Ein Glück. So langsam ist es doch ein bisschen brenzlig geworden. Wir treffen uns unten. Okay. Ich fürchte, in dem Tempo schaffen wir das nicht. Wir könnten uns aufteilen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fehlschlag. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun, wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mache das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Hey, Icarus, wie ist die Lage? Eine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immer, hey, Runner wird schnell. Linken Zahn zu. Sir, Alter. Sir. Ich nehme Route B, du nimmst A. Wir schlagen schnell und hart zu. Schnell und hart, alles klar. Oder um die Baustelle zu erreichen. Mit paar tausend Drohnen. Meine Informationen zufolge gibt es auf deiner Route zwei Steuerungsterminals. Das erste sollte auf deinem Beat markiert sein. Zwei Dinge, okay. Okay. An alle, hier ist Rebecca. Das Ablenkungsmanöver ist bereit und das Zugriffsteam beinahe vor Ort. Heute zeigen wir den Familien, dass keiner von ihnen vor uns sicher ist. Heute geben wir denjenigen eine Stimme, die selbst keine besitzen. Was eine Patriotin, Alter. Hab irgendwie eine sehr strenge und ich weiß nicht, traut er irgendwie überhaupt nicht. Einige Terminals, mit denen mehrere Drohnen verbunden sind. Alter, komm ich mal hoch. Jetzt das nächste. Also es gibt Terminals, wo mehrere Drohnen aktiviert, wo man mehrere Drohnen deaktivieren kann. Das ist natürlich toll. Good to know. Ja, Hund, Alter. Erledigt. Junge, ich hab auch einen kleinen Weg hier, okay?
Ja, die ist nicht so einfach und den Weg finden ist auch nicht so einfach. Kollege. So. Der hier erledigt, erledigt, erledigt. Alter. Können wir meinen Weg nehmen? Icarus, Pate, redet mit mir. Fast da. Wir kommen voran, Sir. Noch einmal, Sir, und ich sorge dafür, dass du nie wieder an dir rumspielen kannst. Alter, ist die krank. Ja, verstanden. Sorry. Aha. Ich starte das Ablenkungsmanöver. Alle Mann bereithalten. Das ist nicht meine Ablenkung. Unser Bild ist sauber. Wir arbeiten jetzt an Route 8. Okay. Ich habe irgendwie gar keinen Plan, was ich eigentlich machen soll, außer die Drohnen zu deaktivieren und ja. Anscheinend muss ich auch nicht mehr machen. Also bis ich mal da dort bin, das vergeht ja tausende, kommt mir vor. So. Wie das so eine Baustelle? Also ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das Game was mit Baustellen. Ja, wahrscheinlich, weil man bei Baustellen sehr viel klettern kann. Das ist eigentlich klar. Wow. Ja, warte mal, ich muss hier erstmal einen kleinen Kletterkack machen. Die Bestätigung, dass unser Ziel sie anführt. Okay, gut. Alter, die ist aber auch hart drauf. Die Kollegen, die. Und hopp. Ich sehe dich, Fate. Du bist ganz ich dich nicht. Des Terminals. Sobald du fertig bist, überlege ich mir, wie du das zweite erreichst. Du tust das wie so ein kleines Kind. Also, ich habe auch wirklich keinen Plan, okay, aber tust das, als hätte sie wirklich keinen Plan. Hm. Wer ist sofort mit A fertig und wir müssen jetzt da zusammen B machen? Alter, ich hab's, ich merk's. Au! Ihr Fix! Ja, ich hab zum Beispiel eine Stelle gerade gefunden. Du musst schnell sein, dann könnte ich dich anschauen. Ja, ich hab's kapiert, was soll ich machen? Doch schneller laufen kann ich nicht, Alter. Hört auf mit der scheiß Drohne, ihr Wichser hier. Hoppa! Sie sind beide fast gesichert. A hat's fast. Ich will nicht euer Bestes. Ich will, dass es erledigt wird. Boah, Alter, Rebecca, du gehst bitte langsam auf die Eier. Das ist dir hoffentlich klar. Nee, es ist dir nicht klar, aber. Ja. Bernadette, sicher die linke Flanke. Bernadette, ernsthaft. Komm schon. Alter, ja, ich hab's kapiert, dass ihr Drohnen seid. Das heißt, Geschützdrohnen eher. Schalte die Kerle aus. Come on, ho. Was gehst du so langsam, Alter? Oder was kletterst du so langsam? Jaha. Verdammte Kacke. Ach du Scheiße! Wow. Ah, sie haben sie schon? Sehr gut. Ich bin auch immer nicht fertig mit meinem Kack. Ich sagte, ihr sollt sie ruhig stellen. Ja, stellt sie ruhig. Los. Okay, ich hab's. Ich hab's so gut wie fast. Ah, nein, komm schon. Oh. Oh. Ach, warte mal, war das 1 oder 2? War das 1 oder 2, was ich deaktivieren muss? Da wartet eine Transportgelegenheit auf dich. Okay, so war anscheinend nur eins. Achso, zwei waren es insgesamt. Er hat eine gemacht und ich habe eine gemacht. Kann das sein? Wie ist der Status auf Route A? Wir haben's. Wir sind fast fertig. Fast? Genügt nicht. Okay. Wie kann ich jetzt so zwei oder so? Während ich das Ding in Bewegung setze. Ich hab keine Ahnung, mach das einfach. Okay, bin da. Jo! Hab's! Danke! Oh! Leck mich am Arsch. Okay, wo soll ich liegen? Wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast, ein Runner zu sein, kannst du jederzeit Kranführer werden. Ja, zumindest die Grundlagen habe ich schon drauf. Okay, kümmere dich jetzt um das zweite Terminal und bleib in Bewegung. Hier hin, oder? Ja, komm schon. Alter! Ja, alles gut. Hier ist irgendwo ein Ding, du willst mich doch verarschen. Hä? Hier oder was? Warte, das könnte sein. Verdammt! Komm schon.
Das kriege ich hin, warte. Okay, leck mich. Ich krieg's auch nicht hin. Und hier? Nee. Sicher oben, wette ich was. Aber ich habe auch keinen Anlauf irgendwie. Für den Scheiß. So. Verdammt, an das Terminal kommen wir nicht dran. Wir brauchen irgendwas, um es zu zerstören. Sprengsatz zum Beispiel, C4 oder. Granaten, ach du Scheiße, lauf! Wow! Fuck. Lauf weiter. Ja. Ich hab eine Lösung gefunden. Ich nicht! Alter, ihr scheiß verdammten Geschützdrohnen, Arschbacken-Wichser! Wohin denn? Au, ich kassiere hardcore. So, warte mal. Kann ich irgendwo. Okay, hier bin ich kurz geschützt. Scheiße! Was du, Radmann? Okay. Weiter. Au! Und Pepper! Komm her! Jawohl! Weiter! Keine Zeit zum Stehen bleiben! Weiter! Und weiter! Und fuck you, Alter! Was? Heilige! Oh. Hey, Icarus! Au! Warum dauert das so lange, Verdammt? Weil ich Stress hab, Mann! Alter, ich hab hier grad Stress, ich werd beschossen, du bescheuerte Kuh. Konzentrier dich einfach auf deine Aufgabe. Ja, tu ich, fuck auf sie. Stahlträger, die ich gerade runterlasse? Jo. Spring auf und löst die Notfallsicherung. Alles klar. Ja, ist mir auch klar. Ja, warte mal, ich muss erstmal höheren Punkt kommen, bevor ich irgendwas machen kann, Kollege. Komm mal, lauf! Diese scheiß Pimmelgesichter nerven jetzt mit den Herumschießereien, Kack. Du bist fast da. Jo. Okay, spring! Yeah! Sehr gut, löst jetzt die Sicherung. Was? Ja, dann mach! Achso. Komm schon! Oh. Das ist ein Bam. So macht man das als Runner. Ich lasse den Haken jetzt runter. Rebecca, guter Halt gesichert. Gut gemacht. Ein bisschen langsam. Das war so klar. Aber immerhin. Das war so klar, dass sie herummotzt. Wir bringen das Paket jetzt weg. Sie haben die Zielperson? Ja, und wir haben keinerlei Verluste. Nur einen Verwundeten in Team Bernadette. Es war ein guter Tag. Wir sehen uns in der Basis. Puh. Du hast sie gehört, Fate. Machen wir uns auf den Rückweg. Ich habe einen Mordshunger. Ich frage mich, ob die Arbeiter über die Beobachtungsdrohne Bescheid wissen. Das würde das Ansehen von Krugers Heck wohl kaum steigern. Ich bin mir sicher, dass sie davon wissen. Sie entscheiden sich nur einfach dafür wegzusehen. Tja, irgendjemand sollte sie aufwecken. Puh. Wir haben einen Aufzug gesichert. Er bringt euch direkt ins Hauptquartier. Perfekt. Wie geht's der Gefangenen? Sie ist gesund und munter. Und bis ich entschieden habe, was wir mit ihr anfangen, bleibt das auch so. Also nichts Gutes wahrscheinlich. Okay, Bewegung, nope. Kampf, jupp. Auf jeden Fall und auf jeden Fall. Ja. Okay. So, dann die nächste Mission. Die ist wo? Hier. Hat er die gesagt, irgendwie aufzugmäßigen irgendwas? Hier, David. Mit dem kann ich genau direkt ins Hauptquartier. Na geil, müssen wir ganz herumklettern. Ja, herumklettern in Mirror's Edge, witzigerweise, wo man nur klettern muss, ich voll honk. Aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. So, hier. Sieht das hier. Ich dachte schon, dass. Ich dachte, ja, sah von hinten aus wie. Irgendwie Vorhänge, aber ja, es sind Bildschirme. Black November. Oh. Okay. Was laberst du? Wieder Viva. Hä, wir hatten doch Viva la Renaissance. Bla schon. Da geht das Ding. In dir steckt also doch eine Kämpferin.
Ich hatte schon Angst, du folgst dem